Produziert dank eines modernen Zuchtprozesses ausgewachsene Biber, die sofort zur Arbeit eingesetzt werden können. Die Kindheit wird einfach übersprungen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Im Experimental Update 5 haben wir jetzt auch bei den Eisenzähnen eine Zentrifuge am Start mit der Option oder mit der Möglichkeit, das Faulwasser, was wir aus diesen Pumpen hier mit den speziellen Faulwasserpumpen abpumpen, die jetzt neu sind, im Update 5 abzupumpen, zu verarbeiten, zu Extrakt zu verarbeiten und dann letztendlich auch zu besserem Sprengstoff zu verarbeiten. Und das haben wir jetzt hier mal gemacht. Außerdem können wir bei den Eisenzähnen dann auch die neuen Brutbehälter bauen entsprechend. Da brauchen wir dann noch die imprägnierten Planken. Da müssen wir mal tatsächlich auch noch Gas geben, dass wir die imprägnierten Planken bekommen. Wir sehen, das kostet alles ganz schön viel Forschungspunkte. Da wurde jetzt schon gesagt, Spielbär, jetzt bau doch mal diese fortschrittliche Forschungsanlage, den Zahlenjongleur von den Eisenzähnen. Mach das doch jetzt endlich mal, damit wir jetzt hier mal schneller forschen. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. Das ist eine gute Idee. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn reinziehen. Ach, verdammt, da brauche ich ja auch so viele Forschungspunkte dafür. Haha, verdammt nochmal. Nein, weißt du, wir haben 9 Biber, die arbeitslos sind. Wir bauen jetzt einfach noch die normalen Forscher noch auf. Hier. Hier noch einen und hier noch einen. So, das passt ja auch. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die man am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Oder ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles findet, dass wir Timberborn spielen. Und wenn ihr auch wollt, dass mehr Timberborn kommt, wenn ihr mehr von Gonok, Yomodu, Mohanlal, Shuthagas, Girisha, Nolkokes, Atae und Von Yin sehen wollt. Und auch natürlich von Sedamun, den wollen wir nicht vergessen, den Sailor Moon. Dann schreibt mir das in die Kommentare, genau, immer schön schreiben. Ja, schön reinschreiben. So, wir haben auch hier schon den Windkanal für die Eisenzähne, das ist so ein Unterhaltungsgerät. Wir haben hier nochmal ein weiteres Wasserrad aufgebaut, bei unserer Umleitung fürs Dreckwasser, fürs Faulwasser. Und wir haben... ja, auch generell hier einiges am Start. Genau, ich habe auch noch mal ein paar neue Deko-Objekte platziert. Die Biberbrüste zum Beispiel haben wir hier. Biberbrüste. Da sieht man die Biberbrüste. Ja, seht ihr die Biberbrüste? Ohne Biberbrüste geht das nicht. Ohne Biberbrüste ist das Leben langweilig. Dann haben wir hier natürlich diesen Schubber, diesen Rückenschubber. Den kennt ihr schon. Und wir haben hier oben eine Uhr drauf gebaut jetzt. Man kann jetzt in Kombination mit den Dachteilen, mit den Dachelementen, und mit dieser Uhr oder mit zum Beispiel der Glocke hier und der Biberstatue kann man richtig tolle Gebäudekonstruktionen aufbauen jetzt auch. Die auch ein bisschen nach was aussehen. Und das ist eigentlich sehr schön. Auch mit den Dächern und so. Die Dächer und so, das gibt ja alles auch Bonus beim Wohlbefinden tatsächlich. Wenn wir mal hier reinschauen, dann sehen wir, dass wir hier... ja, Dach haben wir hier was, Laterne haben wir hier, Strauch. Strauch fehlt noch komplett. Könnten wir noch mal ein bisschen pushen. Aber Dächer könnten wir auch noch ein paar mehr bauen tatsächlich. Dächer sind halt immer so ein bisschen so ein Ding. Damit blockiert man halt das Bauen nach oben. Ja genau, da habt ihr das gehört. Da läutet die Glocke zum Feierabend. Die hat halt nur den Effekt halt, die hat keinen ästhetischen Effekt auf die Biber. Aber die hat halt den Effekt, dass man halt hört, wenn der Arbeitstag endet und wann er beginnt sozusagen. Aber immer die Glocke geläutet wird. Genau, jetzt haben sie Feierabend. Jetzt können sie hier Sport machen. Schön Sport machen. Sport machen, genau. Durch Sport machen, alles Sport machen. Klassensport ist Massenmord. Los, alle ran. Bewegt die Schenkel. Die Faulwasserverarbeitung, meine lieben Freunde, läuft so weit auf Hochtouren, dass wir hier jetzt sogar schon nicht genug Faulwasser reinkriegen tatsächlich an dieser Stelle, um hier das Faulwasser noch weiter zu verarbeiten. Wir brauchen mehr davon. Wir haben aber gerade wieder nicht genug Biber. Okay, wir müssen mal dafür sorgen, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen Tank aufbauen. Oh, ich sehe gerade auch, wir haben ja 1.900 Kohlrabi tatsächlich. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben jetzt übrigens, genau, wir haben jetzt auch schon mit dem Fermentieren von Maniokwurzeln begonnen. Rohe Maniokwurzeln werden fermentiert zu... den fermentierten Maniokwurzeln, genau. Und das können die Biber essen. Es gibt denen auch nochmal so ein bisschen so einen kleinen Push.
Da müsste ich aber die Menge noch mal ein bisschen hochfahren tatsächlich. Das ist noch ein bisschen wenig. Da haben wir nur eine Anlage bisher. Da würde vielleicht doch ein bisschen mehr gehen. Das wollte ich auch hier hinten eigentlich noch mit hinzufügen. Dass wir da noch ein bisschen was machen in der Richtung. Und hier wollte ich noch ein Rad aufbauen. Also wir brauchen mehr Pumpen für das Faulwasser. Aber vielleicht jetzt nicht unbedingt hier in der Ecke, sondern vielleicht ein bisschen weiter hier vorne noch. Man müsste das hier vielleicht irgendwie mal noch runtersprengen. Genau, apropos sprengen, das machen wir ja auch gerade noch. Hier an der Stelle wollte ich noch sprengen. Ich möchte auch gerne hier die Fläche noch ein bisschen weiter runterkriegen. Ich meine, wir haben jetzt zwar einen sehr großen Kohlrabi-Überschuss schon, aber das wäre jetzt vielleicht noch eine schlaue Sache, wenn wir das hier noch ein bisschen runterkriegen, dass wir da die Anbaufläche noch ein bisschen vergrößern, weil man ja theoretisch auch hier mit ein bisschen Wasser noch arbeiten könnte, dass man das hier so ein bisschen noch rüberleiten lässt und so. Nicht wahr? Da könnte man hier zum Beispiel aufmachen. Muss man natürlich nur gucken beim Faulwasser, dass das dann nicht fatal wird. Bei den Schleppern 1 runter die Prio. Dann werden erst alle anderen Gebäude besetzt. Das ist eine sehr gute Idee eigentlich. Also so quasi. Dann passt das ja eigentlich. So, dann genau. Wenn wir jetzt hier noch ein Rad bauen wollen, ein Wasserrad, so ein großes, dann müssten wir das dann so machen. Ich würde das, kann ich das schon mal platzieren eigentlich. Dann würde ich hier auf der anderen Seite dann auch nochmal ein bisschen zubauen tatsächlich. Also quasi mit Deichteilen das hier nochmal ein bisschen verengen. Nicht wahr? Damit das dann hier entsprechend seine Energie auch vernünftig entfalten kann. Dann haben wir hier nochmal einen Energiezugang und könnten hier dann schon direkt nochmal so eine Maniokverarbeitung hinbauen eigentlich. Also so einen Gärbottich. Weil das ist ja gleichzeitig dann auch die Weiterleitung für die Energie. Das passt ja eigentlich. Machen wir es mal so. Und machen da gleich mal die Straße noch rüber, genau. Sehr schön. Und diese Pumpe nehmen wir dann noch woanders hin. Die nehmen wir dann irgendwie hier hin oder so. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Wir können ja... Wir können ja hier so ein bisschen so Stützen rüber bauen eigentlich. So. Und dann so und so. Ja, guck mal, da können sie ja dann da auch hin. Ja, die Wege sind da ein bisschen ein Problem tatsächlich. Die sind ja da recht weit. Ne, das ist halt so ein bisschen das Thema. Die müssen halt sehr weit hier hinten hinlaufen. Das sieht man hier jetzt wieder. Ja, da wäre es vielleicht doch schlau, wenn wir hier noch einen zweiten Distrikt vielleicht sogar aufmachen. Dass sich das ein bisschen mehr verteilt von den Wegen her noch. Und vielleicht auch hier noch ein paar... Aber da muss man halt hier auch wieder die ganze Wasser- und Nahrungsmittelinfrastruktur mit an den Start bringen, ne? Ist dann wieder ein bisschen schwierig vielleicht. Das braucht halt alles auch Baumaterial. Aber auf der anderen Seite, wir haben eigentlich genug Baumaterial. Wir können ja schon mal mit Wohnungen anfangen. Eine große Baracke kann ja nicht schaden. Kann man ja jetzt einfach hier schon mal hinbauen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal noch ein Nahrungslager. Ein großes Lagerhaus direkt gegenüber. So. Und da machen wir mal Kohlrabi noch rein. Das ist der hier. Dann können sie dann nämlich auch essen. Sehr schön. Können sie dann einlagern. Können sie dann alles hier rüber schaffen. Ist vielleicht ein bisschen weit drüben, aber müssen wir mal gucken. Und einen normalen Wassertank vielleicht auch noch. Da können wir ja tatsächlich auch mal einen großen Tank machen. Wie viel Metall haben wir denn? 39. Ja, guck mal, das passt doch. Dann machen wir hier jetzt einen Wassertank, einen großen. Vielleicht ein bisschen mit dem Abstand, dann können wir da noch uns hochbauen auch. Wäre vielleicht ganz cool, wenn wir uns da nochmal irgendwie so an der Seite hier hochbauen und dann so drumrum einmal. Dann könnte man hier die Lager und das Wohnhaus noch ein bisschen hochstapeln. Und dann vielleicht auch noch, genau, dann machen wir auch gleich noch einen Sportplatz. Warte mal, was haben wir denn an Wohlbefinden bei den Aktivitäten? Warte mal, bei den Aktivitäten haben wir Kratzer, könnte man, Schwimmbecken, Windtunnel, das brauchen wir alles eigentlich noch viel mehr. Schlammbad haben wir noch gar nicht. Machen wir mal einen Trainingsplatz, der geht am schnellsten und einfachsten. Und da haben wir hier auch eigentlich Platz, weil dann machst du lieber hier hin, wegen Hochbauen. So, noch ein Trainingsplatz. Da müssen sie nicht immer so weit laufen. Und dann, ich weiß nicht, wenn wir hier ein Wohnhaus haben an der Stelle, dann braucht man hier vielleicht auch nicht unbedingt noch ein Distrikt, weil die Wege sind ja von hier dann eigentlich relativ kurz so. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. So, das bauen die jetzt ja alles nacheinander. Müssen wir mal gucken.
Müssten sie jetzt eigentlich ja alles machen? Sprengstoff, haben sie den schon wieder gesetzt hier an der Stelle? Ja, haben sie. Dann gleich mal zünden. Wunderbar. Und dann gleich noch mehr Sprengstoff setzen. Immer schön Sprengstoff platzieren hier. So. Wir das alles hier runtersprengen. Alles. Wir haben 68 Sprengstoff. Nice. Weißt du, da können wir auch gleich eigentlich hier sprengen an der Stelle. Was soll der Geiz? Wenn wir schon mal dabei sind. Hier ist ja auch eine Treppe. Da können sie hoch. So, und dann setzen wir ihnen hier noch eine Treppe hin. So, und dann können sie hier auch gleich den Sprengstoff auf die Höhe setzen. Hier hin. Da hauen wir jetzt hier alle drunter. Dann haben wir hier auch Platz für Gebäude und so. Das sind doch mal Baumaßnahmen, meine lieben Freunde. So muss das sein. Noch eine Wasserpumpe in die Ecke wäre nicht schlecht. In welche Ecke? Muss halt aufpassen, dass da kein Dreckwasser reinkommt in die Pumpe, ne? Aber ja, ich meine, wenn man es so macht. Warte mal, dann müssen wir da noch eine Treppe runter machen, damit wir da auch rankommen. So, machen wir es so. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu stark kontaminiert. Da müssen wir halt dran denken, wenn dann das, wenn dann Ebbe ist hier, also Dürre, dann kann es passieren, wenn wir hier zumachen, dass dann das Dreckwasser hier reinfließt, ne, und dann funktioniert diese Pumpe hier nicht mehr, ne. Müssen wir dran denken. Ist egal, ja gut. Die wird dann halt reduziert in ihrer Fördermenge, ne? Aber ist halt. Müssen wir trotzdem mit berücksichtigen, dass dann da weniger reinkommt. So ganz egal ist das jetzt auch nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen sie das alles erstmal bauen. Ah, hier müssen wir noch einstellen, dass hier Maniok fermentiert werden soll, genau. Und das Gebäude von Schleppern priorisieren ist sicherlich auch nicht so verkehrt. Machen wir das hier mal auch gleich noch. Da habe ich das nämlich nicht gemacht. Ja, wunderbar, meine lieben Freunde. Aber das sieht schon gut aus mit Biberhausen, ne? Ich finde, das passt schon. Es wächst alles so langsam zusammen auch. Es wächst zusammen, was zusammengehört. So muss das sein. Und das Rad hier macht jetzt eigentlich auch ganz gut Dampf. Dafür, dass da noch die Pumpe davor ist, sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch noch keine Warnung wieder, dass irgendwas passiert. Und wir haben 772... Forschungspunkte. Bei wie viel Forschungspunkten kriege ich diesen Tank, diesen besseren? Bei 1000, okay. Ah, jetzt kommt eine Dürre, okay. Ist eine Dürre? Ja, ist eine Dürre. Und da hat er die Klingel gleich geläutet. Sehr schön. Und den hier hinten, warte mal, den können wir mal abreißen. Der wird da nicht mehr gebraucht jetzt. Der Holzfäller. Haben wir gleich mal einen Arbeitslosen jetzt. Nicht schlecht. So hatte ich hier schon auf 0,5 hochgedreht, ja. Wir machen jetzt hier mal direkt zu. Das kann schon mal so ein bisschen sich hier jetzt nach hinten stauen auch. Auch wenn das jetzt hier die Energie rauszieht, aber... Ja, obwohl, nee, warte mal. Solange wir da noch relativ safe sind hier, machen wir da doch nochmal auf. Die Dürre beginnt ja erst in 2,8 Tagen. Boah, die sind beim Wohlfühl 20 schon, nicht schlecht. Ich glaube, Biberstatuen müssten wir noch ein paar bauen. Und Büsche, genau, Büsche hat man noch gar nicht gebaut. Ah, 20. Ja gut, 20 Forschungspunkte. Das lasse ich mir das jetzt einfach mal kosten, den Spaß. Büsche muss man halt ein bisschen gucken, da... Die haben nicht so einen großen Radius halt, ne? Machen wir mal hier einen hin. Vielleicht hier noch einen hin. Immer so an die Hauptverkehrsadern halt, ne? Hier noch einen hin. Da, wo sie halt immer durchlaufen irgendwie. Da, wo immer ein Biber vorbeikommt. Haben wir noch so eine Ader. Hier haben wir noch so eine Hauptverkehrsader. Da so. Genau. Da, wo halt viele Biber durch müssen. Hier auch noch. Wo immer irgendwie Biber vorbeikommen, weil das immer so eine Hauptstraße ist. Dann haben die immer den Bonus und kriegen den auch immer wieder aufgefrischt. So ist das fein. Nice, nice. Und dann gibt es nochmal einen kleinen Laune-Push. Ein Laune-Push. Dürre in 3, 2, 1. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ich mach mal Beschleunigung. Da geht das mit den Forschungspunkten auch nochmal ein bisschen schneller. Dann schaffen wir das vielleicht in der Episode auch noch, dass wir noch die Sache mit den Tanks noch ausprobieren. Das wäre nämlich ganz cool, wenn wir die alten Tanks schon durch die neuen ersetzen könnten komplett. Jetzt fehlt nur noch das Pumpspeicherkraftwerk. Das kann man sogar bauen tatsächlich.
Man kann ja eine Pumpe bauen, die mit mechanischer Energie Wasser nach oben transportiert. Halt nicht eine besonders große Menge, aber das geht theoretisch. Und ja, dann muss man halt das dann wieder so machen, dass man ein erhöhtes Bassin hat, wo man das dann reinpumpt, was auch groß genug ist, und dann braucht man da wieder Schleusen und muss dann das Wasser da ablassen. Genau, also das kann man bauen tatsächlich, sowas. Das geht. Mach mal hier schon auf 0,5 hoch. Und hier mal so auf 1,5. Dann haben wir hier, glaube ich, die richtige Höhe. Dann staut sich das hier oben schon mal ein bisschen auf auch. Jetzt drückt man damit natürlich auch ein bisschen, weil wir es jetzt ein bisschen mehr kanalisieren, drückt man hier jetzt natürlich das Dreckwasser ein bisschen weg. Aber hier die Pumpe sollte sich dafür eigentlich nicht interessieren und die hier auch nicht. Das müsste eigentlich trotzdem erstmal noch da bleiben. Wow, was für ein Satz. Habt ihr das gerade gesehen? Kleine Miniwelle. Machen wir mal jetzt nur noch ein bisschen die Mittelstufe vielleicht. Jetzt haben wir 1000 Forschungspunkte. Können wir gleich die Biber-Tanks mal noch freischalten. Das Letzte, was uns noch fehlt, eigentlich. So, zumachen. Aufstauen lassen. Nach hinten. Da geht die Druckwelle nach hinten. Guckt euch das an. Und jetzt machen wir hier zu. Und lassen das nach hinten aufstauen. Weiter stauen, weiter stauen. Kann ruhig bis ganz nach hinten stauen. Wir haben ja hier ganz viel Platz. Hier ist ja zu. Ja, genau, da ist zu. Hier sickert es jetzt schon wieder weg. Jetzt läuft es hier ein bisschen über, aber das ist okay. Und jetzt machen wir hier zu. Ne, Quatsch, nicht da. Hier müssen wir zumachen. Brauchen doch noch ein bisschen mehr Speicherkapazität hier. Hier können wir zumachen. So, und jetzt, ja, müssen wir abwarten, ne? Dürre und so. Mal gucken. Sollte eigentlich passen. Hier haben wir jetzt ein Haus. Jawohl, ein Biberhaus. Sehr schön. Brauchen sie da nur Wasser und Essen und hast du nicht gesehen? Das fehlt da jetzt noch ein bisschen. Der Tank. Was wird denn als nächstes gebaut? Ah, die bauen als nächstes das Lager. Okay. Bretter fehlen da gerade. Ja, müssen wir ein bisschen Geduld haben noch. Das müssten sie gleich alle. Ist ja alles am Start eigentlich, was Baumaterial angeht. Es ist nur eine Frage des Transports. So, jetzt können wir, glaube ich, wieder die Zeit beschleunigen auch. Abwarten und Kaffee trinken. Kaffee können wir auch produzieren mit den Eisenzähnen. Stimmt, guter Hinweis. Müssen wir auch mal machen. Haben wir, glaube ich, selbst in dem anderen Durchlauf noch nicht gemacht. Ist eigentlich ein Skandal. Was eigentlich mit dem Sprengstoff? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Arbeiter sind gerade so überbeschäftigt, dass die den Sprengstoff nicht mehr platziert kriegen. Das ist doch nicht schlecht. Und da wird gebimmelt, siehst du? Ist mal geil, wenn sie zum Feierabend bimmeln. Zum Tagesanbruch bimmeln sie auch. Die faulige Brühe ist bestimmt das Abwasser vom Biberklo in den Bergen. Nee, das ist tatsächlich die Überreste von den Menschen, sind das. Also nicht unsere Überreste im körperlichen Sinne, sondern das ist die Umweltverschmutzung, die die Menschen hinterlassen haben, bevor sie ausgestorben sind. Und anscheinend durch irgendwelche Kriegshandlungen wurde das anscheinend ausgelöst, also laut Story. Und die Biber müssen halt damit umgehen, müssen halt zusehen. Bisschen mehr Faulwasser könnte man vielleicht noch gebrauchen. Das Faulwasser ist gar nicht so unwichtig tatsächlich. Also gerade auch, wenn man damit den Brutprozess von den Eisenzähnen optimiert kriegt. Wir können ja dann auch die Zuchtbehälter eigentlich hier hinbauen, ne? Weil wir brauchen sie ja eigentlich da, wo es das Extrakt gibt. Die Biber brauchen ja dann nicht mehr Beeren, die brauchen ja dann Extrakt. Ah doch, nee, die brauchen Beeren und Extrakt, so rum. Na gut. Aber wir können es trotzdem, glaube ich, ein bisschen mittiger platzieren. Vielleicht das Bärenlager auch verschieben, dass wir das eher hier hinbauen dann. Dass wir die Bären und das mit den Zuchtdinger, dass wir das hier komplett rausnehmen und dann eher hier hin aufbauen noch. Können wir ja mal schon so beginnen eigentlich. Lass mal noch ein Lager bauen. Mach mal ein Bärenlager. Wo sind sie denn? Die Bären da. Bären. Weil
Weil dann sind wir näher hier am Produktionsort von dem Extrakt. Ah, hier müssen wir noch Wasser einstellen. Genau, weil dann haben wir Wasser in der Nähe auch, ne? Ist ja alles eigentlich dann in einem Dreh am Start. Ich kann ja die Behälter schon mal schreif halten jetzt. Wir haben jetzt 1000 Punkte. Guck mal. Und ich kann ja mal spaßenshalber einen aufbauen. Hier, warte, wir machen hier so eine... Genau, wir machen hier so eine Reihe, würde ich sagen. Weil wir können ja da oben theoretisch auch noch mehr Beeren oben drauf schneiden. Wir machen das hier so. So. Und so. Genau, und dann so. Noch eine Wegverbindung. Können Sie von hier dann das Extrakt direkt hier hintragen noch. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt. Ah, jetzt können Sie auch Sport machen hier hinten. Sehr schön. Wunderbar. Nice, nice. Und trinken können Sie auch schon. Fehlt nur noch das Essen. Da kommt irgendwie gerade nicht so viel rein, wie ich erwartet hätte. Müssen wir vielleicht doch noch mal hier ein kleines Kohlrabi-Feld noch machen. Auf der Seite wäre vielleicht eine Idee. Biber haben wir ja eigentlich genug dafür. Komm, lass mal machen. Bevor wir hier noch in einen Nahrungsmangel reinlaufen, ist das vielleicht keine so schlechte Idee. Die Holzfällerfahne muss ja auch nicht hier stehen. Die können wir ja wegmachen. So, und dann lass mal die Bärenfahne hier. Die können wir auch noch verschieben. Oder beziehungsweise die hier wieder aktivieren. Und dann macht man mal hier die Straße weg. Und machen noch ein Kohlrabi-Feld dahin. Genau. Ist das noch die Krater-Map? Ne, das ist Seenlandschaft, heißt die. Wir haben ja mit den Eisenzähnen geswitcht auf die andere. 10 Arbeitslose haben wir. Ganz schöne Menge. Das kommt aber, glaube ich, durch den Zusatztank, den ich da noch aufgestellt hatte hier drüben. Ja, bin mal gespannt, wie hoch dann der Verbrauch jetzt auch ist von dem Extrakt. Pro Tank halt, ne? Müssen wir mal gucken, wie viel man da jetzt extrahieren muss an Extrakt. Um das halt, damit sich das halt die Waage hält. Sieht man das irgendwie zufällig? Ach ja, wir brauchen ja noch die imprägnierten Planken. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Das habe ich ganz vergessen. Okay, ja, dann müssen wir das noch machen. Da braucht man ja, ach du Schande, ja, da braucht man ja den, was war das, Kiefernextrakt da? Warte mal, wie viel... Da brauchen wir 800 Punkte und nochmal 500. Oh Mann. Okay, ja gut. Dann haben wir wohl nicht genug Forschungspunkte. Da müssen wir wohl noch warten. Ein bisschen. Wie lange geht denn die Dürre noch? 2,6 Tage noch. 500 habe ich, ja. Aber wir brauchen das Ding hier noch. Zapferhütte. Die Zapferhütte. Oh, zapf dies. Hm, da könnte man jetzt eigentlich... Wir haben ja eigentlich genug Holz. Warte mal, das ist ja hier das Zeug, oder? Ja, genau. Warte mal, dann hör... nimm mal hier die Fahne weg. Dann nehmen wir mal die Holzfällerfahne jetzt komplett weg. Und nehmen auch mal den Fellbereich weg. So. Weil dann nehmen wir das hier nämlich zum Ernten von diesem Saft. Damit wir die imprägnierten Planken herstellen können. So, da müssen wir jetzt den Entsafter, die Zapferhütte müssen wir machen. Den Zapfer. So. Muss der irgendwas priorisieren? Nee. Bretter, Zahnräder, genau. Hohholz, gleich mal Prio hoch, würde ich sagen. Da müssen wir keine Zone definieren, oder? Der geht einfach dahin, wo es das Zeug gibt und erntet es einfach, schätze ich mal. Allzu lange sollte es eigentlich auch nicht dauern, bis da wieder was ist. Oh, Wasser, 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 Wasser. 1,6 Tage noch. Mal dafür sorgen, dass die hier jetzt nicht austrocknen, die Pflanzen. Das wäre jetzt ungünstig, wenn wir da diesen Saft da jetzt brauchen. Die halbe Plantage müsste aber reichen. Ja, wir gucken mal. Wir lassen es erstmal stehen. Wir brauchen dieses Holz jetzt nicht so dringend. Wir haben ja hier drüben eine riesen Holzplantage durch die Eichen, ja. Insofern können wir eigentlich die ganze Plantage dafür nehmen jetzt erstmal. Irgendwie kommt hier nichts an vom Kohlrabi. Vielleicht braucht man nochmal einen Schlepperposten auf der Seite hier. Das kommt mir fast so vor, als wenn das nicht ausreicht, was wir hier an Schleppern haben. Wie sieht's denn aus? Wird das Zeug denn abgeholt? Nee, es wird nicht so wirklich ausreichend abgeholt. Wir müssen noch einen Schlepperposten bauen.
Brauchen mehr Schlüpper. Einen Schlüpperposten brauchen wir noch. Gleich mal Prio hochdrehen. Und Arbeitsprio mach mal wieder eher so. Damit das Zeug besser verteilt wird hier. Oberes Lager erstmal leeren. Nee, das würde ich erstmal so lassen jetzt. Das soll ruhig erstmal volllaufen noch. Ich glaube, wir haben gerade ein leichtes Defizit bei der Nahrung. Könnte durchaus sein. Müssen wir, glaube ich, hier die Farben noch ein bisschen priorisieren auch. Dass die schneller hier das anpflanzen noch. Dass wir hier noch ein bisschen was reinkriegen, was dann hier reingelagert wird auch. Jetzt haben wir wieder Wassermangel. Nochmal aufmachen. Wir können es jetzt, glaube ich, auch gleich direkt offen lassen eigentlich. Ja, wobei, vielleicht doch nicht so ganz. Auf 1,5 lassen wir es mal. Aber jetzt kommt ja gleich wieder Wasser. Das geht ja alles. Gebäude benötigt Energie, Gebäude benötigt Wasser. Alles wird benötigt, alles. Du musst auch den Haken von Schleppern priorisieren setzen. Ja, zumindest bei den Gebäuden, wo das auch gemacht werden soll, ja. Bei den Wasser- und Nahrungsgebäuden sollte man das machen. Hier habe ich es nicht gemacht, siehst du? Da war ich schlampig. Aber hier habe ich es gemacht und da holen sie es nicht ab, deswegen. Also nicht so, wie es sein sollte eigentlich. So, wir haben noch 6 Arbeitslose. Wir brauchen noch... Genau, wir brauchen eigentlich keine weiteren. Dann nehmen wir jetzt die noch rein als Schlepper. So. Dann müsste es passen eigentlich. Hier, jetzt kommt auch hier ein bisschen mehr Bewegung in die Bauobjekte rein. Wie groß sind denn so die Maps? Naja, die größten sind, glaube ich, 256 mal 256 tatsächlich. Das hört sich jetzt wenig an, aber das ist tatsächlich schon ganz schön groß bei Timberborn. Ja, dauert noch ein bisschen, bis das reinkommt. Sieht aber schon mal gut aus. Harz, genau. Dann werden meine Biber jetzt zu Harzern. Sehr gut. Muss man auch haben. Harz braucht Lager, okay. Oh, da ist wieder nicht genug Wasser am Start. Warte mal, wir müssten doch jetzt eigentlich... Müssten jetzt hier mal wieder aufmachen, glaube ich. Oh, ja, müssen wir. müssen wir. Aufmachen. Wir müssen aufmachen. Wir brauchen Wasser. Und hier mal so auf 0,5 mal aufmachen. Sehr schön. Energie kommt wieder. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wenn es hier hochgeschwollen ist, müssen wir aufmachen. Jetzt, wenn die Flutwelle kommt. Bam! Ich liebe es, meine lieben Freunde. Nicht Harz mit Quarz verwechseln. Lager brauche ich. Naja, ich mache Lager. Welches mache ich denn da jetzt? Warte mal. Wir brauchen das Große. Passt das da noch hin? Das Große würde da sogar noch hinpassen. Komm, wir machen da ein Großes. Naja, wobei... Für Harz? Nee, da kommt eh nicht genug zusammen. Nee, wir machen so ein mittelgroßes hier, dann kriegen wir die Straße da noch rum. Ich glaube, Harz brauchen wir nicht so viel, oder? Kiefernharz, ja genau. Das ist nämlich dieses Zeug. So, Bären haben wir jetzt hier, guck mal. Wollen wir das Bärenlager hier schon leer machen? Das ist jetzt so die Frage. Aber dann sind natürlich die alle hier nicht versorgt dann erstmal, ne? Das ist, also müssten sie sehr weit rüberlaufen. Vielleicht ist es, glaube ich, egal, oder? Bei den Bären, wir lassen die einfach erstmal stehen. Wenn wir es dann verlagert haben, können wir es immer noch leeren lassen. Wir müssen ja erstmal die imprägnierten Planken kriegen. Wie viel Forschungspunkte haben wir? 500. Wir brauchen für die Planken 800. Okay, das dauert noch einen Moment, alle. Können wir eigentlich hier noch ein Wasserrad hinsetzen? Warte mal. Mach mal hier die Dinger weg. Und setz da mal noch ein Rad hin. Dann kriegen wir da noch ein bisschen mehr Stromo. Weil wir brauchen ja hier dann jetzt noch die Imprägnierung doch daneben. Und dann ist das ja gleich hier auch am Start, nicht wahr? So, sehr schön. Jetzt müsste auch bald eigentlich der erste Harz erntbar sein eigentlich. Ja, guck mal hier, 3% noch. Sehr schön. Da müsste gleich auch was reinkommen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon langsam die Punkte zusammen. Oh, und der Sprengstoff wurde verteilt. Oh, guckt mal hier. Jetzt gibt's Bum Bum, meine lieben Freunde. Ja, oh, das geht richtig in die Ohren, ey. Nicht schlecht. Nice, nice.
So muss das sein, wenn es Bum Bum macht. Muss richtig laut sein, Bum Bum. So, dann hier, weiter. Mehr Bum Bum. Mehr Bum Bum für Dum Dum. Nice, nice. Und hier hinten wird auch schon, ist auch schon Bum Bum am Start. Können wir schon mal die Spitze wegsprengen. Sehr schön. Das können wir auch schon mal zünden hier. Und dann hier noch die Lunden setzen. Die Lunden nach unten. Sauber, sauber. Nicht schlecht. Und hier haben wir noch einen Schlepperposten. Genau, jetzt müsste das mit der Verteilung auch eigentlich schneller gehen nochmal. So, hier sieht alles gut aus mit dem Flow, mit dem Wasserflow. Hier vielleicht mal wieder noch eine Holzfällerfahne aktivieren. Ja, könnte man mal machen, weil es wird langsam, aber sicher ein bisschen weniger Holz. Wir müssen ja auch dran denken, dass das auch verarbeitet wird. An der einen oder anderen Stelle. Und da wird gebimmelt. Da müssen sie wieder arbeiten gehen, die Biber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin sehr zufrieden eigentlich mit meinem... mit meinem Biberhausen jetzt mittlerweile schon wieder. Es läuft sehr gut. Es läuft alles, wie es laufen soll. Und gleich können wir uns auch noch die Imprägnierung leisten. Ja, guck mal hier. Jetzt haben wir hier nochmal ordentlich Action. Action, Action. Wie viel kommt da rein? Wie viel PS? Netzwerk. 150. Naja, okay. Das ist so semi-gut, würde ich sagen. Oben den einzelnen sprengen. Hab's verstanden. Der ist gemeint. Sehr gut. Gut aufgepasst. Ah, und wir kriegen auch Kohlrabi. Siehst du, durch die Schlepper jetzt auch. Gut, dann lasst mal die Plankenproduktion schreifhalten. In wenigen Punkten. Kriegen wir die noch? Ah, ne, die haben schon Feierabend. Hat schon gebimmelt. Müssten jetzt aber auch... jetzt haben wir hier den ersten Harz bekommen. Yes, und da geht der Arbeitstag weiter. Und da kommen auch schon wieder Forschungspunkte. So, gleich 3, 2, 1 und da ist es fertig. Nice. So, wie viel braucht das? 250 PS, na gut. In den sauren Abfall müssen wir jetzt halt mal beißen, ja? Wir können ja hier noch Räder hinbauen auch. So, da machen wir jetzt mal Folgendes. Auch wenn das jetzt wehtut, ja? Wir machen jetzt da an die Stelle mal eine Kreuzung. Machen hier eine T-Kreuzung. So, dann geht das hier nämlich mit rein noch. Und dann macht man hier die Welle. Jawohl, wir brauchen da die Welle eigentlich nicht, aber... ja, obwohl doch. Ja, obwohl, nee. Warte. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen das hier mal alles wegmachen. So, und jetzt machen wir mal hier noch. Genau, hier macht man jetzt mal noch... oder hier so. Nochmal so zwei von den Rädern. So, und dann macht man hier Stützen hin und lassen die das jetzt erstmal bauen. Da war die Tür. Oh, was? Ups. Ich habe die Welle in die Tür gebaut. Ja, das wollte ich nicht. Warte, da müssen wir das nochmal anders machen. Stimmt, ich habe mich schon gewundert, warum das so komisch angezeigt wurde. Okay, da müssen wir hier doch eine T-Kreuzung machen. Hilft nichts. Und dann müssen wir hier eine T-Kreuzung machen. Oder hier so. Und dann so. Also doch eine Welle an die Seite, siehst du? Habe ich doch gesagt. Habe ich mir doch gleich gedacht. Und dann hier nochmal eine Kreuzung. Und dann macht man hier einfach eine Gerade. Yes! Energie! Warte mal, mach mal hier Prio auf die Anlage hier. Sehr schön. Guck mal, hier kriegen wir jetzt nochmal schön Energie abgezwackt. So muttert. So muttert, so läuft das. Yes, guck mal. Schön von der Seite können sie das bauen. Ja, und da läuft es wieder. Und jetzt noch hier die Querverbindung. Nice. Nice. Wir kriegen imprägnierte Planken. Und dann können wir jetzt nämlich diese Tanks bauen. Die müssten jetzt eigentlich dann... ja. Oder? Metall ist schon drin. Aber die imprägnierten Planken müssten auch gleich kommen eigentlich. Ja, da kommen sie. Nice. 5 Stück brauchen wir. Dann haben wir den ersten Biberbehälter, der Erwachsene ausspuckt. Nicht schlecht. Wie viel Energie kommt denn rein jetzt im Netz? 300. Nicht schlecht. Das kann sich doch sehen lassen. Das hier braucht ja nur
Jetzt hat 75 braucht das hier und das braucht 250. Ne, da sind wir doch ganz gut dabei mit. Was war das hier? 300 oder so? Ja, passt doch. Ist doch okay, kann man auch so machen. Jetzt nicht wahnsinnig schnell, aber auch nicht wahnsinnig langsam. Baue auf und reiße nieder, hast du Arbeit immer wieder. Ja, so sieht's aus. Das ist das Motto in Timberborn, ich sag's euch. Jetzt brauchen wir noch eine. Eine Planke, eine Planke. Eine noch. Ja, da ist sie. Na, warum macht's keiner fertig? Ja. Wir haben einen geilen Zuchtbehälter, meine lieben Freunde, für erwachsene Biber. Nice. Und da wird gleich das Zeug reingestopft. Jetzt brauchen wir noch das Extrakt und dann läuft das. Dann können wir sie jetzt hier ja rückbauen eigentlich. Dann machen wir hier mal eine Leerung schon und reißen schon mal so zwei von diesen Behältern mal ab, würde ich sagen. Weil ich nehme mal an, ein Behälter, der Erwachsene produziert, ist, glaube ich, besser als zwei, die keine Erwachsenen produzieren. Da sieht man sogar den Erwachsenen da drin. Guckt mal, der erwachsene Biber, aber noch ohne Augen. Ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. So ein Klonbehälter. Biber-Klonbehälter. Nicht schlecht. So, wartet, da machen wir gleich noch mehr. Angriff der Klonbiber, meine lieben Freunde. Ausgewachsene Biber werden da gezüchtet. Gleich mal das Gebäude von Schleppern priorisieren lassen, ne? Bären und Extrakt. Da bin ich mal gespannt. Produziert dank eines modernen Zuchtprozesses ausgewachsene Biber, die sofort zur Arbeit eingesetzt werden können. Die Kindheit wird einfach übersprungen. Nährstoffe werden von Schleppern, Arbeitslosen und Arbeitern nach der Arbeit bereitgestellt. Benötigte Nährstoffe, 5 Bären und 5 Extrakt. 5 Extrakt pro Tank ist aber schon ganz schön sportlich. Müssen wir mal gucken, ob die Zentrifuge überhaupt diese Versorgung gewährleisten kann. Bin ich mal gespannt. Zur Not brauchen wir noch mehr Zentrifugen. Wie viel Wasser geht in die verschiedenen Tanks? Genug offensichtlich. Die sind anscheinend alle voll. Die großen zumindest sind alle voll. Die kleinen lernen sich immer relativ schnell, weil sie da auch mal dran trinken auf jeden Fall. Sieht aber gut aus alles. 3 Arbeitslose haben wir sogar noch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sprengen, ja genau. Sprengen können wir auch mal wieder machen. Ja, obwohl eigentlich nicht. Da sind auch Lücken drin. Müssen wir noch kurz warten. Hier ist auch noch zu wenig. Ich glaube, das dauert noch einen Moment. Ja, aber sieht doch wieder gut aus in Timberborn hier. Nicht schlecht. Obdachlose. Oh, 4 Stück, ja. Vielleicht mal hier noch das Haus hochstapeln. Warte. Das machen wir mal hier den Eingang mal nach hinten. Wir machen jetzt hier mal so einen Wohntower noch. Würde ich sagen. So. So. Und dann hier so. So, hervorragend. Das können wir so ein bisschen so hochdrehen dann einfach. So drumrum. Haben ja alles in der Nähe, was wir brauchen. Man könnte noch drüber nachdenken, ob man denen dann vielleicht hier noch eine Dachterrasse kredenzt. Man könnte das ja hier noch so drumrum ziehen. Warte mal, das ist immer eine gute Idee. Die haben nämlich noch gar keine Dachterrassen. Dann machen wir die Wohngegend auch gleich noch attraktiver, ja. So bei Plattenbauten und so muss man ja immer auch irgendwie was Attraktives noch in die Nähe setzen. Warte mal, vielleicht sogar das Ding noch ein Stück zurücknehmen tatsächlich. Dann können wir nämlich links und rechts vom Weg noch so Statuen setzen. Biberstatue noch. Guck, und dann können wir hier die Treppe auf der anderen Seite höher machen und können dann noch oben drauf noch Gebäude draufsetzen. Ist doch schön. Man kann jetzt in Timberborn so geil die Sachen kombinieren, ja? Man kann richtige Wolkenkratzerstädte bauen eigentlich. Schon ein bisschen geil, was jetzt alles geht. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Benachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.